Was für eine friedliche Nacht. Es könnte alles so schön sein, wenn wir nicht so dämlich gewesen wären und nicht daran gedacht haben, dass wir uns eine Rüstung anlegen müssen, um vernünftig hier ungestört Brücken bauen zu können. So, auch ohne Rüstung mache ich den jetzt trotzdem platt. Wir haben auch kein Pferd mitgenommen, weil wir gedacht haben, die Strecke ist ja schnell abzulaufen. War aber auch irgendwie nervig. Es gibt so Tage, wo es manchmal nicht so läuft, wie man es eigentlich möchte. Und genauso ist das hier jetzt irgendwie gewesen. Deswegen laufen wir jetzt diese ganze Strecke zurück. Die Lore nehmen wir jetzt. Ja gut, runterfahren können wir ja. Das ist ja alles überhaupt kein Problem. Und jetzt muss ich erstmal. Jetzt müssen wir erstmal unsere Vorräte checken. Oh, da ist schon wieder ein Zombie-Pferd. Gänsehaut. Was für ein geiles Panorama. Ein Zombie fährt im Mondlicht. Oh ja. Also man muss eigentlich gar nicht immer bauen in Minecraft Life in the Woods. Einfach gucken, was Zombie-Pferde so machen. Also es ist unter uns, es schneit aber nicht, dass wir über ihm sind. Also ganz so schlau ist es dann doch nicht. Wir lassen es leben, oder? Nee, warte mal, wir machen das platt. Wir machen das platt. Ohne Rüstung. Schaffen wir das ohne Rüstung? Wir sind risikofreudig, oder? Komm her. Hat nichts fallen lassen, nichts Interessantes. Na gut, egal. Oben ist noch ein bisschen Skill liegen geblieben, aber das interessiert uns jetzt irgendwie nicht. Das interessiert uns jetzt gar nicht. Burger raus. Erstmal wieder unsere Rüstung anlegen jetzt. Erstmal wieder den Zustand wiederherstellen, wie er war. Stärke 2, weg damit. Unendlich 1, das muss wieder rein. Wir haben gar keine Pfeile mehr hier, weil wir die ganzen Pfeile im Nether gelassen haben, schlauerweise. Das ist echt sehr clever. Was haben wir denn hier? Haltbarkeit. Ach, noch ein Unendlichkeitsbogen. Warte mal. Stärke unendlich. Stärke 5. Stärke 3. Haltbarkeit 3. Hier haben wir auch Haltbarkeit 3. Stärke 5. Das ist der beste Bogen, den wir haben. Den nehmen wir natürlich auch. Stärke 1. Stärke 2. Also zwei Unendlichkeitsbögen haben wir. Das ist der bessere von beiden. Glück behalten wir auch erstmal hier im Inventar. Die Schaufel nehmen wir wieder mit. Das ist die richtige. Die Axt ist auch die richtige. Das Schwert ist nicht das richtige. Da hatten wir nämlich das hier. Schärfe, genau. Ame, No, Murakumo und so weiter. Das war unser Schwert. Die ganzen Glowstones können wir auch wieder wegpacken. Oder ich weiß nicht, vielleicht behalten wir die einfach mal im Inventar. Wir müssen jetzt erstmal gucken, was wir eigentlich brauchen. Was sollen wir denn eigentlich haben? Schutz 4, 5, Atmung, ach, der Atmungshelm, ach, wie schön, den haben wir auch noch. Müssen wir auch mal reparieren. So, den nehmen wir. Lederjacke brauchen wir nicht, das ist fast aufgebraucht, das brauchen wir nicht. Diese Kettenhose, was hatten wir denn eigentlich hier? Wir haben, also rüstungstechnisch sind wir nicht so gut bestückt im Moment eigentlich, wenn ich mir das hier so angucke. Vieles ist verzaubert, aber vieles ist auch so am Ende mit der Haltbarkeit und so weiter. Diamantbeinschutz hier, den müssen wir eigentlich mal ein bisschen aufstocken.
Schutz 1, Haltbarkeit 1. Schutz 2, Haltbarkeit 2 ist auf jeden Fall besser. Das nehmen wir auch. Dann haben wir hier Schwimmflossen. Flippers of Speed. Brauchen wir jetzt überhaupt nicht. Welche Schuhe hatten wir denn? Waren die kaputt gegangen? Die waren kaputt gegangen, ne, die wir hatten. Nee, warte mal, hier sind sie. Diamantstiefel. Federfall. Diese Sachen müssen wir eigentlich reparieren. Beide. Und dafür müssen wir im Grunde genommen uns ein bisschen nach oben leveln. Ich weiß jetzt gar nicht. Eisenbeinschutz. Diamantbeinschutz. Wir nehmen erstmal den Eisenbeinschutz und reparieren die Füße. So machen wir's. Genau das machen wir. Wir gehen erstmal hoch. Das machen wir jetzt als allererstes, bevor wir irgendwas anderes tun. Das muss getan werden. Da, 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 da. Diamantstiefel. Ach, da muss es rein. So, Schutz reparieren. Ja, immerhin. Sieht gar nicht so schlecht aus. Sieht gar nicht so schlecht aus. Damit kann man doch arbeiten. So, anlegen alles. Ach, naja. Es geht. Das Einzige, was jetzt nicht so ganz toll ist, ist dieser Eisenbeinschutz. Aber der hat immerhin, der ist immerhin voll ausgeprägt. Kann also auch nicht so schnell kaputt gehen. Ich glaube, ganz so schnell sterben wir jetzt hier auf keinen Fall. Jetzt gucken wir nochmal eben gerade, ob wir Pfeile im Keller haben. Den Bogen haben wir auch wieder ausgetauscht. Auch der müsste eigentlich repariert werden. Aber da wir jetzt einen Unendlichkeitsbogen erstmal haben, müssen wir eigentlich auch keine Pfeile großartig produzieren. Und ich hoffe, dass wir irgendwo welche haben. Ich weiß gar nicht, wenn wir welche haben, wo ich die abgelegt habe. Wenn, müssen die ja in der Truhe sein. Hier in den Fächern ist auf jeden Fall nichts. Und hier hatten wir auch nichts mehr. Genau, wenn in der Truhe nichts ist, dann haben wir eigentlich nirgends welche zurückgelegt. Das heißt, wir müssen erst noch welche bauen. Ah, Arrow. Bogen. Pfeil. Pfeil! Ein ganz normaler Pfeil, die habe ich ewig nicht gebaut. Feder, Bambus oder irgendwie Stock und Feuerstein. Genau, das war's. Oh mein Gott, ist das lange her, dass ich Pfeile hergestellt habe. Ewig ist das her. Ewig. Ewig, ewig, ewig. Feuerstein. Holz. Feder war doch auch irgendwo da. Nur einen einzigen Pfeil. Jetzt machen wir gerade vier. Vier Pfeile ist natürlich auch super. Müssen jetzt vier rauskommen, oder? Ja, vier Pfeile reicht auch völlig aus. Um erstmal wieder schön Unendlichkeit hier zu haben. Da in die Ecke. Da in die Ecke kommst du. Fertig. Super. Die Glowstones lassen wir erstmal im Inventar. Und jetzt kann man sagen, geht's uns eigentlich gut. Wir schauen jetzt mal, was wir hier an Eisenbahnen. 6x64. Das ist nicht nichts, würde ich sagen. Iron Nuggets 31. Das ist so mittelprächtig. Glücklicherweise haben wir immer mal irgendwo, wenn Eisen anstand, also wenn wir Eisen gefunden haben, haben wir es auch eingesackt. Das heißt, wir können hier erstmal einiges bauen an Eisen. Wie sieht es denn mit Gold aus? Gold. Goldbarren 1x64. Es geht so. Unsere Schienenbestände, die ja auch noch da sind. Antriebsschienen. Ach, das sind nur Antriebsschienen. Schiene 2x64. Auch nicht schlecht. Dann nehmen wir doch erstmal, wie viele Loren haben wir denn hier drin? Zwei Loren haben wir da drin. Da haben wir diese Schienen. Warte mal, sind das die Schienen, die wir jetzt brauchen? Ja, das sind die. Ich hatte jetzt irgendwie gedacht, dass die ein bisschen golden aussehen oder irgendwas Rotes da drin ist. Aber das sind genau die Schienen, die wir brauchen halt. Da brauchen wir ziemlich viele von. Vor allen Dingen für das Gefälle brauchen wir einiges. Wir müssen jetzt so ein bisschen den Goldvorrat plündern. Es tut mir leid. Aber da müssen wir wirklich einiges rausholen. Ich weiß noch nicht, wie viel. Aber wofür haben wir diese ganzen Sachen, wenn wir sie nicht nutzen? Was haben wir denn an Goldnuggets eigentlich? 2x64, auch nicht schlecht. Da können wir auch ein paar Goldnuggets umwandeln zu Goldbarren.
müsste auch funktionieren. Wir haben ja etliche Goldnuggets aus dem Nether geholt, als wir Zombies platt gemacht haben. Also so schlecht ist das gar nicht. Einmal 64, da können wir auch noch mehr mitmachen. So, Goldnuggets. Erst ein bisschen was umwandeln. Ich mache das jetzt mal eben aus dem Gedächtnis. Was muss man denn haben, um einen Goldbarren? War das hier komplett gefüllt? Ja, genau. War komplett gefüllt. Ganz so viel kommt da nicht bei rum, aber so ein bisschen auf jeden Fall, so ein bisschen aufstocken können wir das ja mal. Hier mit Goldbarren. Ah, okay, das reicht nicht aus. Egal. Die packen wir wieder zurück. Einfach mal der Bequemlichkeit halber in die Truhe rein. 52 mal Goldbarren. Dann brauchen wir Stöcker, brauchen wir auf jeden Fall. Haben wir denn hier im Inventar keine Stöcker mehr? Sonst können wir die ja einfach erstmal nehmen. Aber hier sehe ich jetzt nichts. Ach, wir haben ja noch Pfeile im Rucksack. Wir haben ja Pfeile im Rucksack. Können wir erstmal wieder weglegen gleich. Was haben wir denn hier oben noch drin? Rohes Lammfleisch. Wir müssen vielleicht mal der Küche auch einen Besuch abstatten, dass wir die Sachen einfach mal loswerden, die hier drin sind. Spinnenauge. Das gehört auch nicht in die Küche, ne? Das können wir auch weglegen. Dolls Eye. Das muss, glaube ich, ins Blumenhaus. Wenn mich da nicht alles täuscht. So, Pfeile hin und her. Das lassen wir drin. Die Erde lassen wir drin. Das lassen wir alles erstmal drin. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich wollte. Antriebsschienen wollen wir jetzt erstmal machen. Wo sind denn hier die... Genau, Stöcker wollten wir eigentlich suchen. Das war's. Stock einmal 64. Da nehmen wir mal einfach diesen Stack da jetzt raus, dass diese Vorräte auch mal aufgebraucht werden. Da oben haben wir Redstone. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel wir da rauskriegen. 2, 3, 4. Wollen wir mal 4 machen? Oder 5? Ich glaube, wir brauchen wirklich viele von diesen Dingern. Und ich habe halt keine Lust, alle nasenlang zurückzulaufen. So, war das jetzt so rum? Ja, es war so rum. Antriebsschiene. 31 Antriebsschienen. Das ist nicht nichts. Aber es wird vermutlich nicht reichen. So, 16. Wir nehmen nochmal 12 dazu. Und wenn wir jetzt sowieso schon hier klotzen, dann klotzen wir richtig. Nochmal 6 dazu, dann haben wir 49 Antriebsschienen. Damit müssen wir auskommen. Bei aller Liebe, aber damit müssen wir irgendwie auskommen. So, und bevor wir jetzt hier den ganzen Platz komplett verbraten haben, das kommt weg. Das kommt weg. Die kommen auch erstmal weg. Die Pfeile kommen weg. Dann haben wir wieder welche. Also wie gesagt, die Glowstones und den Glowstone Dust, ich weiß nicht. Die nehmen wir einfach mal vorsichtshalber mit. Vielleicht fällt uns ja spontan ein, was wir damit machen wollen. Und um mir jetzt mal so ein bisschen aufzuräumen, diese Sachen kommen jetzt alle in den Rucksack hier, inklusive der Erde. Wenn wir was brauchen, holen wir uns was da raus. Die Stöcker brauchen wir gleich noch. Hammer und Schissel packen wir hier hin. Die Glückshacke kommt wieder hier hin. Schienen haben wir schon so ein paar. Aus dem Inventar, was wir ohnehin hatten. Wir haben wirklich Glück, dass wir so gut gesammelt haben. Aber bevor wir jetzt hier richtig anfangen mit Schienen, müssen wir einfach unseren Rucksack so ein bisschen ausleeren. Hier Kirsche, Banane, das sind alles Sachen, die in die Küche gehören. Drachenfrucht, hier sind Beeren, rohes Lammfleisch, da haben wir noch ein bisschen Feige, da haben wir Oliven. Gar nicht schlecht, was wir hier gesammelt haben. Einfach mal so zwischendurch. Dolls Eye, weiß ich nicht, ob das auch in der Küche hier irgendwo ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht geht das auch in Überlauf. Ne, da oben ist Dolls Eye. Also auch das haben wir. Also erstmal alles hier rein. Ich hoffe, dass nichts in Überlauf geht. Und dass hier, wir jetzt auch keinen Stau hier kriegen irgendwie. Im Moment sieht es ganz gut aus. Ja,
sieht gut aus. Alle diese Früchte haben wir hier oben irgendwo eingelagert. Ich hoffe, das geht jetzt weiter so schön. Und das gehen wir auch nochmal eben einmal raus. In den Regen. Und schmeißen auch hier nochmal eben so ein paar Sachen rein. Diese ganzen Bäume, Pflanzen, Gräser, was wir alles gesammelt haben, Stiefmütterchen. Das müsste es gewesen sein. Auch das kommt jetzt in die Truhe. Weg erstmal damit. Wir brauchen es gerade nicht. Stiefmütterchen finde ich eigentlich sehr schön, so als Blume quasi im Garten auch. Aber das ist jetzt einfach im Moment absolut nicht unser Thema. Damit haben wir jetzt überhaupt nichts am Hut. Oh, gallert das. Ich wünschte, das würde im Real Life so regnen. Weil im Moment haben wir hier echt total wenig Regen. Ist halt nicht ganz so schön, wenn es überhaupt nicht regnet. Oder nur immer nur so ein paar Tropfen. Dann wird die Erde mal eben gerade in der obersten Schicht so leicht feucht. Und die Blumen trocknen trotzdem aus, weil einfach das Wasser nicht bis nach unten kommt. So. Eisen. Da können wir quasi aus dem Vollen schöpfen. Und ich glaube, wir brauchen auch eine ganze Menge von diesem Eisen. Eine ganze Menge brauchen wir. Eine super, super große Menge an Schienen. Und das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und ich werde noch einen draufsetzen. Wir werden jetzt erstmal ein Teil in den Rucksack schmeißen, inklusive der Antriebsschienen, damit wir hier wieder Platz haben. Und machen den ganzen Spaß jetzt nochmal. Denn hier? Wird's denn gehen? Onkel Seba, wird's denn gehen? Kriegen wir das jetzt hin? So, einmal hier und einmal da. Okay, mal gucken, wie weit wir damit kommen. Also, das ist jetzt nicht nichts. Das ist jetzt nicht nichts, würde ich sagen. Weg damit. So. Wie sieht es mit dem Rucksack aus? Stein, Stein, Stein. Diese ganzen Steine brauchen wir vermutlich noch. Unter anderem für den Tunnelbau. Also diese Schienen haben wir jetzt erstmal. Und... Ach, diese bemoosten Steine finde ich auch so geil. Die müssten wir eigentlich auch mal irgendwo verwenden. Aber das machen wir dann später vielleicht. So, Schienen haben wir. Was wollte ich denn noch mitnehmen jetzt? Ach so, Laternen. Laternen wollte ich mitnehmen. Ich überlege gerade, ob wir diese Laternen hier nehmen, diese schicken Lampen. Ist natürlich ziemlich aufwendig und verschlingt auch jede Menge Eisen, wenn wir die jetzt auch noch produzieren. Könnten wir theoretisch tun. Wir könnten aber auch was anderes machen. Wir könnten einfach ein paar Fackeln nehmen und mit dem Schiesel mal schauen, was da rauskommt. Wenn wir den Schiesel jetzt... Ach, wir haben auch noch den falschen Schiesel. Schissel! Nicht Schiesel. Schissel heißt der eigentlich. Wo ist denn hier unser geiler Schissel geblieben? Wieso ist der... Wo ist der Schissel? Wo ist unser Diamantschissel denn? Wo habe ich den hingepackt? Wo habe ich den hingepackt? Da ist er. Da ist er. Und der... Der kommt jetzt... dahin. Wo ist jetzt der Schiesel geblieben? Wo ist der Schiesel geblieben? Wo ist der Schiesel geblieben? Hat er sich gerade in Luft aufgelöst? Wo ist er geblieben? Da ist er doch. Hä, was war das denn jetzt? Habe ich nicht verstanden. Habe ich nicht verstanden, was das jetzt sollte. So, wir können ja hier verschiedene Arten von Laternen an die Strecke stellen. Hier Fackel... Das sind aber eigentlich alles Sachen, die ich nicht so mag. Was ist das denn für ein Ding?
Naja. Sowas könnte man nehmen. Man könnte aber auch... Boah, gallert das hier. Man könnte aber auch... sowas nehmen. Was sieht denn noch aus? Hier sind noch hier so eine Kerze. Kerzenähnlich. Können wir auch mal versuchen. Haben wir uns auch schon länger nicht mit beschäftigt. Mit diesen verschiedenen Arten von Fackeln, die es da gibt.